Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. So, wir werden jetzt erst einmal schauen, ob wir diesen Belagerungsturm hier erklommen kriegen. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ach ja, stimmt, mit Kreis gedrückt halten laufe ich. Ah, da war ja was. Ich glaube, ich hatte noch so ein kleines bisschen die Alan Wake-Steuerung drinne. Ja, ihr seid ja süß. So. Als ob die haben überlebt? Das gibt's ja nicht. Und die ballern einfach weiter aus dem Winkel heraus. Anstatt, ja, genau das habe ich eigentlich erwartet. Mensch, dass die KI von alleine drauf gekommen ist, dass es keinen Sinn hat, auf mich zu ballern, hätte ich nicht gedacht. Ja, und jetzt? Ja, Mensch, ihr habt Arme und Beine. Ihr könnt durchaus die Leiter auch hochkraxeln, oder nicht? Ich denke mal, das wird doch auch drin sein, dass die Gegner das können, oder nicht? Ach Gott, wenn die nicht wollen, ich werde nicht auf die warten. Jetzt sind die genau im toten Winkel und ich sehe gar nicht, ob sie jetzt die Leiter hochkommen oder nicht. Ach, egal. Oh, hi. Oh. Ja, geil, ey. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ist das gut? Ja. Okay, sehr gut. Puh. Dass ich das noch überstehe, hätte ich nicht gedacht. Aber ich habe es geschafft. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Durchschuss-Talisman. Definitiv etwas für einen Bogen- oder Armbrustschützen, aber ich schaue ihn mir trotzdem einmal an. Talisman, Talisman, wo sind sie denn? Da. Durchschuss. Da ist er doch. Oder Weitschuss? Nee, Durchschuss, da ist er. Ein Talisman mit dem Bild von drei Eisenpfeilen wurde vor langer Zeit von Soldaten getragen. Erhöht die Angriffskraft von Pfeilen und Bolzen. Aha, habe ich es mir doch gedacht. So. Dann weiter hoch. Hä? Wie jetzt? Da ist jetzt Schicht im Schacht? Wozu existiert denn das, wenn die Leiter nirgendwo hinführt? Verborgener... Ja, witzig. Hm. Die sind mir ja lustig. Wo war nochmal dieses eine Ding... Diese Halskette, die ich benutzen. Da, Margits Kette. Benutzen wir die einmal? Okay, das wäre jetzt meine letzte Hoffnung gewesen. Hm. Schade. Aber gut. Der Talisman ist, schätze ich mal, alles, was ich hier hätte erwarten können. Hm. Die sind immer noch nicht drauf gekommen, die Leitern zu benutzen. Nein. Die gucken da wieder, die stehen da einfach rum wie der Ochs vom Berg. Ihr seid ja lustig, ey. Was für Pappenheimer. Das gibt's ja nicht. Oh Mann, ey. Wow. Ich dachte zuerst, hier würden einige Panzer stehen, aber die sind ja bereits zerstört, wie es scheint. Oh Mann, ey, was für ein Krieg hier bereits getobt haben muss. Und der tobt ja immer noch. Sieht man ja schon an den ganzen Leichen, die hier herumliegen. Allesamt aufgespießt. Zerquetscht. Zerfleddert. Alles Mögliche. Und jetzt seht euch das an. Uiuiui.
Am liebsten würde ich jetzt hier die ganze Zeit warten, bis ich automatisch ein paar Runen bekomme. Aber das dauert ja ewig. Guckt euch mal an, wie wenig Schaden die einander machen. Also, naja. Nein, danke. Na gut. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Oh, stimmt ja. Da sind die Gegner mit den roten Augen. Das weiß ich nicht, ob ich mich schon an die rantraue, um ehrlich zu sein. Das Problem ist auch, ich habe das Gefühl, wenn ich einen angreife, kommt der andere direkt mit dazu. Naja, versuchen wir es mal. Oh. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Dass der so leicht down zu kriegen ist. Das ist ja ein Geschenk. Ha. Was Gegner mit roten Augen oder generell mit leuchtenden Augen angeht. Manchmal waren es ja sogar Gegner mit blauen Augen, glaube ich. In Demon's Souls gab es solche zumindest, wo... Oh nein. Oh nein. Okay, na toll. What? Wie habe ich denn jetzt den hinteren erwischt? Ist da noch ein Stein im toten Winkel rumgeflogen? Muss wohl so sein. Ha. Ach, guck mal, und da kommt schon unsere erste Runenausbeute von dem Krieg, der da hinten tobt. Ist das nicht schön? Die müssen sich da hinten auch die ganze Zeit denken, hä, ich habe diese Viecher doch eigenhändig erledigt, wieso bekomme ich die Runen nicht? Die müssen sich auch richtig verarscht vorkommen, oder? Und außerdem, ich sehe da hinten eine bucklige Statue. Für mich, ja, wie gesagt, so habe ich mir die Statue der buckligen Hexe aus Harry Potter vorgestellt. Das bedeutet, optionaler Dungeon in der Nähe... So, das werde ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Die sind zwar natürlich nicht platinrelevant, aber dennoch mache ich sie gerne. Ist ja oft genug so, gerade in den From Software Spielen, dass ich da auch gerne Dinge tue, die für die Platin eigentlich überhaupt nicht relevant sind, aber weil ich so viel Spaß an dem Spiel habe, mache ich das trotzdem. Wow! Oh nein. Oh nein. Oh nein, wie wenig Schaden mache ich. Ja, genau. Als ob. Du Federvieh. Mieses Arsch. Yes, jetzt habe ich dich. Und tschüss. Jawohl. Meine Magieflasche wurde sogar instant wieder zurückerstattet. Ist das nicht schön? Jedes Mal nach einem Gegnerkill müsste das eigentlich meine erste Reaktion sein. Direkt einmal heilen, einmal Magie nachkippen. Weil die Flaschen ja theoretisch nach dem Gegner wieder aufgefüllt werden könnten. So, hallihallo. Hab ich's mir doch gedacht. Was haben wir hier? Die Katakomben von Caelid. Alles klar. So, auf der Map hätte ich die nicht gefunden. Also die sind jetzt zum Beispiel nicht durch irgendeine Art, ja... durch einen dunklen Punkt gekennzeichnet worden, wie es bei manchen anderen Dungeons der Fall war, wie zum Beispiel... Hier, so einen Punkt meine ich.
Das war hier jetzt nicht der Fall, aber ja, der Tipp mit den Statuen wurde mir ja gegeben und der ist, wie ihr seht, totales Gold wert. Ich hätte sogar fast gesagt Platin, aber ist ja leider keine platinrelevante Trophäe wert, deswegen Gold ist doch auch gut. Oh nein. Why? Hier ist auch noch so eine Scharlachfäule. Mir wurde ja bereits gesagt, dass ich solche Boli in meinem Inventar habe, die dagegen... Ah ja, hier, die bewahrenden Boli. Die rüste ich schon mal aus. Und ich schaue nochmal in der Objektherstellung. Ja, da sind sie doch direkt. Davon kann ich ein paar herstellen. Boah, aber ich... wenig. Findet man immer seltener Sakramentsknospe. Warum habe ich davon so wenige? Wo gibt es die? Wo habe ich die überhaupt eingesammelt oder habe ich die gekauft? Ich habe keine Ahnung, wo ich die her habe. Oh, na Mensch. Die schaffen es ja ziemlich fix, den Abstand zu mir zu verringern. Die werde ich lieber erst einmal von hier aus erledigen, aus sicherer Distanz. Okay. Oh nein, das war dumm. Das war dumm. Ach gut, aber die Rolle fand zum Glück größtenteils hier auf trockenem Boden statt, deswegen, puh, sonst hätte sich jetzt etwas an meiner Kleidung festgesetzt und hätte nochmal nachgewirkt. Ob es ausgereicht hätte, um die komplette Leiste zu füllen, keine Ahnung, aber das Risiko müssen wir ja generell überhaupt nicht eingehen, ne? Okay, hier habe ich sozusagen einen kleinen Safe-Spot am Rande. Alles klar, das ist gut zu wissen. Oh, ah ja. So, jetzt ist die Frage. Ist hier eine... Ja. Okay, es kann ja auch sein, dass sie wiederbelebt werden, ohne dass ein Nekromant in der Nähe ist. Ich glaube, bei den Skeletten, die beleben sich generell immer wieder, solange man sie am Boden nicht noch einmal attackiert. Denke ich, glaube ich. Das ist zumindest das, was ich jetzt aus dem Spiel bislang herauskristallisiert habe an Infos. Alter. War ja klar. Ja. War ja sowas von klar. Hallo? Oh nein. Warum gibt es hier... Oh, shit. Okay, es gibt hier aber nichts Lohnenswertes. Raus, 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 raus. Puh. Was zum Teufel? Was ist das? Von der Treppe aus bin ich nicht zufällig... Nee. Ich kann das Viech noch nicht mal anvisieren. Versuche mich jetzt. Jetzt kann ich es anvisieren. Reicht. Ja, das reicht zumindest aus. Aber natürlich lässt sich das Viech nicht so leicht abfrühstücken. Wow! Warum? Also erstens, warum habe ich den erst jetzt bemerkt? Zweitens, warum hat der mich vorher nicht bemerkt? Wie passt das denn zusammen? So. Auf Wiedersehen. Ich finde es auch komisch, dass es da in der Ecke nichts scheinbar gibt. Das finde ich komisch. Und es... Ich höre immer noch dieses komische Schwingen. Als ob irgendjemand die ganze Zeit seine Waffe nach mir schwingen würde. Oh. So, ich musste das jetzt ausreizen. Asche von Mirandas Spross. Oh, ja. Momentchen mal, ist das überhaupt die scharlachrote Fäule?
Ja, ist es. Okay, gut zu wissen. Okay, es wirkt noch nach, weil auf meiner Kleidung noch etwas zu sein scheint. Moment, ich müsste noch Seife im Inventar haben, oder? Da, nee, welche Baumwolle ist das? Da ist Seife. Nutzen. Okay, ach, das hat sowieso leider schon abgenommen, also hätte eh nicht ausgereicht. Aber gut, sicher ist sicher. So, und das Gute ist, die große Blüte hat sich jetzt tatsächlich... Ist das eine neue? Nee. Das ist noch immer noch die alte. Das ist ein Vorteil. Jetzt ist die in so perfekter Angriffsreichweite. Oh nein. Und tschüss. Und die kleinen Viecher, die die Treppe raufkrabbeln, wow. Kann ich mich so kümmern. Das ist ja gar kein Problem. So. Ich finde es nur merkwürdig, dass die Scharlachfäule mir nicht direkt irgendwas an Gesundheit abgezogen hat. Bislang, wenn sie mich komplett infiziert hat, da hat sie mich doch instant getötet. Dieses Mal lustigerweise nicht. Oder gibt es verschiedene Schweregrade von der Scharlachfäule? Oh. So, na. Oder Moment. Scharlachfäule und heilt Fäulnis. Ach, gibt es vielleicht zwei verschiedene Sachen? Einmal die normale Fäulnis und dann die Scharlachfäulnis? Oder Scharlachfäule? Wie auch immer. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Hm. Würde es zumindest erklären, glaube ich. Warum ich die letzten Male, als die Leiste voll lief, so viel Schaden genommen habe, dass ich instant starb. Und diesmal war das nicht der Fall. Das würde es auf jeden Fall erklären. Okay, wenn ich diesen Raum erkunde, werde ich mich sowieso infizieren. Von da... Oh, wow. Was zur Hölle? Ist es hier, Fallen? Scheinbar. Na gut. Oh, hi. Ernsthaft? Der Hebel für den Bossraum befindet sich direkt hier? Ha! Oh oh. Au. Ach so, das ist die Tür, die sich öffnet. Ich dachte schon, irgendein riesiger Gegner setzt sich gerade in Bewegung. Okay, bewahrende Boli. Natürlich möchte ich gegen den Boss möglichst fäulnisfrei antreten. Hallo, Mirandas Pfahl. Okay. Dann bin ich schon mal bereit für den Boss dieses Dungeons. Ich bin sehr gespannt. Was wird mich erwarten? Oh. Noch ein Friedhofsschemen. Oh, oh, oh. Böse, böse, böse. Nein, nein. Hör auf, Slenderman. Oh, oh, oh. Okay, nein. Na, das wollte ich jetzt nicht. Aber hat ihn nochmal ordentlich was abgezogen. Das hier wollte ich eigentlich. Hahaha! Aha, aha, aha. Okay, Blutverlust, cool. So. Damit ist der Friedhofsschirm schon mal abgelenkt. Das ist die Hauptsache. So. Alter, der geht aber auch ab bei der kopflosen Menschenkinder. Yes! Das war ein ordentlicher Volltreffer. Und bye bye! Vielen Dank, meine liebe kopflose Freundin. Asche des Sprosses der Fäulnis. Okay. Irgendwas anderes hier im Bossraum noch zu holen, scheint nicht so zu sein. Momentchen. Eine neue Asche, die schaue ich mir natürlich direkt an. Sind die Aschen hier? Ach, jetzt bin ich wieder bei der Objektherstellung. Ah, hier. Okay. Da, des Sprosses der Fäulnis. Asche, in der noch ein Geist verweilt. Hiermit ruft ihr den Geist eines Sprosses der Fäulnis. Dieser Geist nimmt die Gestalt eines krabbelnden Ungeziefers an, dessen chitinöser Körper ein knisterndes Geräusch erzeugt. Greift Gegner mit klebrigen Fäden an. Die Sprosse der Fäulnis sind Diener der Göttin der Fäulnis, die im Stich gelassen wurden. Okay,
Alles klar, diese Tausendfüßler-Viecher da draußen. Jetzt habe ich es bei der Beschreibung auch direkt wiedererkannt. Und als ich mir das Bild näher angeschaut habe, zugegeben. Alles klar. Dann haben wir den Dungeon ja fix durchgekriegt. Alles klar. Dann hätten wir die Ecke hier theoretisch auch schon durch. Wow. Ah ja, das Viech ist ja wieder gespawnt. Nein, danke. Ein weiteres Mal verzichte ich auf den Kampf. Oder beziehungsweise dieses Mal verzichte ich auf den Kampf. Auf eine zweite Runde. Was habe ich denn da oben markiert? Da gibt es einen Weg? Ha. Ah, okay. Alles klar. Meine Güte, bist du flink. Wieso hat mir das null Schaden gemacht? Okay, nicht, der hat jetzt nur mein Pferd attackiert. Okay, es geht aber noch. Na, zum Glück hat er nicht noch mit einem weiteren Angriff nachgesetzt. Der hätte nämlich sonst getroffen. Mit Sicherheit. Yes, okay. Oh nein. Ausgerechnet jetzt. Ich hätte vorher noch einmal an einem Ort der Gnade mich ausruhen sollen. Dunkelschmiedestein 4, Bestienblut, alter Reißzahn. Ach, guck mal, vergiss es. Der hat meine Flaschen zu Genüge aufgefüllt. Das reicht vollkommen aus. Sehr gut. So, was hast du Schönes bewacht hier? Bestienblut hat er bewacht. Und außerdem diesen Pfad, der mich noch ein Stückchen weiterführt. Augenblick, nur dass der Wegpunkt hier verschwindet. Sieht mehr wie eine Sackgasse aus. Ja, eindeutig eine Sackgasse. Schade. Aber gut. Dann ist es eben so. Dann hat er nur das Bestienblut bewacht. Ist ja in Ordnung. Naja, vorsichtshalber. Lieber nochmal voll heilen. Man weiß ja nie. So, stimmt. Die goldene Saat haben wir ja wieder gefunden. Ich habe vollkommen vergessen, danach zu schauen, ob ich dadurch jetzt in der Lage bin, eine weitere Flasche zu füllen. Och Mensch. Oh, was zur Hölle ist das? Ein Todesritenvogel. Oh no. Den würde ich ungern mit anderen Gegnern im Schlepptau bekämpfen, um ehrlich zu sein. Oh Gott. Hehe. Oh, knapp. Enge Kiste. Schlimm wäre es noch geworden, wenn der Todesritenvogel selbst mich auch noch eingeholt hätte. So, aber jetzt sollte ich doch zu dem Viech kommen, ohne die Aufmerksamkeit von anderen Gegnern auf mich zu ziehen. Oh, oh. Ja, Mensch, Meier. Alter Vater. Oh nein. Ja, was? Frost? Und ich bin außerdem beinahe tot. Alter. Ist gut jetzt? Alter, der lässt mich hier nicht raus aus der Ecke. Ja, geil, ey. Du Sau. Ich hatte die ganze Zeit die Klippe im Rücken und diesen Umstand wollte ich unbedingt ändern. Okay, Frost. Das erste Mal, dass ich einen Gegner sehe, der den Froststatus auferlegen kann. Und natürlich ist es direkt morgen. Das ist bestimmt ein Gegner, der taucht doch nur nachts auf, oder?
So. Ja, da ist er direkt. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob er tagsüber auch da ist, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass er nur nachts auftaucht. Wurde mir ja bereits gesagt, dass sehr viele Gegner nur nachts hier aufkreuzen. So, erst einmal... Hui! Hui! Oh nein, er ist in der letzten Sekunde gesprungen und ich habe den Zauber... Oh! Doch an keiner so schlechten Stelle ausgeführt, wie ich dachte. Oh nein. Wie er schon zur Hälfte im Boden versinkt. Das sieht ja aus. Der hat mein Pferd so ein kleines bisschen am Schweif erwischt. Nicht gut. Ich sollte erstmal ein bisschen meine Ausdauer wieder auffüllen. Meine Magie bei der Gelegenheit auch. Okay. Soweit, so gut. Oh oh. Was bereitet er jetzt? Oh nein. Frostfedern. Oh. Oder Frost. Kugeln, was auch immer. Oh, scheiße. Das ist nicht gut. Alter. Dein Ernst? Frostspeere? Ein Frostspeerregen, besser gesagt. Alter. Oh nein. Au. Au, ist ja gut. Oh, jetzt habe ich ihn gerade gestaggert. Na toll. Okay, Ausdauer wieder ein kleines bisschen im Blick behalten. Ah, was jetzt? Sicherheitsabstand? Auf einmal. Oh, da bin ich beinahe nochmal dem Schlimmsten entronnen. Oh, ja, ich sollte natürlich meine Magie wieder auffüllen, wenn sie leer ist. Nein! Oh Mann. Der... Was? Als ob... Als ob das erstens ein One-Hit-Kill ist, als ob der so eine Reichweite damit auch noch hat. Alter. Ach, come on. Ich hatte den doch fast. Ja, und wie ihr seht, sieht man bei Tage nichts. Vergiss es, ey. Den kriege ich noch klein. Das wäre doch gelacht. Also beim besten Willen. So. Okay. Wenigstens kriege ich meine Runen diesmal direkt wieder. Eng. Jetzt greif doch an. Alter. Wie er damit gewartet hat jetzt. Nein, ach komm. Jetzt habe ich mir zu viel geleistet. Schon klar, schon klar. Hab mich zu viel getraut. Verdammt nochmal. Dass ich aber auch jedes Mal, wenn ich respawne, wieder die Tageszeit ändern muss. Why? So viel Zeit kann beim Respawnen doch gar nicht vergehen. Mein Eindruck ist immer gewesen, dass ich halt instant beim letzten Checkpoint rausgeschmissen werde. Aber Elden Ring... sagt, nein, in Wirklichkeit vergeht eine Menge Zeit. So ungefähr ein halber Tag. Ja, geil, danke. Ach komm, ey. Erst die Reichweite eines jungen Gottes und dann auch noch... sowas. Sag mal. Ja, ich konnte nichts machen.
Der hat mich gestaggert, der Penner! Meine Fresse! Ein einziger Treffer und mein Charakter so, oh, ich schätze mal, ich bleib hier stehen. Oh, was soll denn das? Menschenskinder, ey. Glaubt mir, ich werde so lange mit dem Todesvogel versuchen, bis der down ist. Den Ehrgeiz habe ich und ich sehe ja, dass der Gegner durchaus, dass es möglich ist, ihn zu schlagen. Ey, warum habe ich jetzt meine Runen? Hallo? Darf ich meine Runen? Hallo? Dieses verdammte Drecksscheißviech, ne? Ich hasse es! Was soll die Scheiße jetzt auf einmal? Ich konnte die beim Vorbeireiten auf einmal nicht einsammeln, obwohl es vorher immer geklappt hat. Und dann lässt es mich natürlich kein zweites Mal daran. Och, nee, ey. Na gut, jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren. Jetzt ist das Viech erst recht tot. Alter, ey, der Hass. Ich schwör's euch, der Hass. Das gibt's ja nicht. So. Dreh mir nicht den Rücken zu. So. Yes! Gestaggert das Drecksi. Genau was ich wollte. Ey, ich, egal wie schnell ich da auch reite, ich entkomme dem. Nein, ich Idiot. Jetzt habe ich zweimal die Flaschen vergeudet. Na komm. Put, 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 put. Ey, wie er sich genau außerhalb der Reichweite befindet, der weiß das ja. Exakt. Alter, du Drecksvieh. Jetzt auf einmal macht er einen auf feige Sau. Jetzt auf einmal! Verarsch mich doch nicht! Vergiss es, nein! Okay. Schwein gehabt. Nein! Hörst du doch! Alter! Mein Charakter wollte sich ums Verrecken nicht bewegen! Das ist so zum Kotzen, wirklich! Ey! Es ist unfassbar! Es ist einfach nur unfassbar. Oh. Okay, Leute. Wisst ihr was? Wir werden den Gegner auf jeden Fall besiegen, aber wir heben ihn uns für den nächsten Part auf. Was für ein asoziales Drecksvieh. Meine Fresse, ey. Das wird auf jeden Fall down gehen. Das wird... Da, ich werde mich nicht weiter hier von der Stelle rühren, bis das Viech erledigt ist. So viel steht fest. Vorher verlasse ich dieses Gebiet hier nicht. Alles klar, Leute. Dann würde ich an der Stelle für heute erstmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.